Dann hoffe ich, dass das für den ja vielleicht auch zutrifft. Wertstoffe, Verpackung, so. Ach so, ist natürlich das Problem, das müsste man gleich mal wegen dem Aluminium gucken. Da müsste ich ja eigentlich das Schiff stoppen. Ja, eigentlich ist es völlig Käse, das so zu machen. Oder so hier. Mich würde es halt jetzt interessieren, ob da jetzt viel Geld rumkommt. So, was hat er dann für eine Route? Er würde hier entladen, wir sagen, genau, ohne Zwischenhalt. Umrüsten auf, was war das jetzt hier? Altmetall. Oh. Das scheitert daran, dass das Fahrzeug kein Altmetall transportieren kann. Na, dann ist es egal. Kann er kein Altmetall transportieren? Was hatte ich denn da gesehen? Ach, der kann nur das. Oh. Na gut, dann ist es egal. Dann ist es egal, dann funktioniert das nicht. Dann muss das da mit einem LKW hingefahren werden vielleicht. Dann kann der hier weiterfahren. Schade, wäre cool, wenn das geklappt hätte. Also ich kann ihn ja trotzdem stoppen. Ja, da vielleicht nicht in der Schleuse, das ist keine gute Stelle. Hier. So, Altmetall. Da kann natürlich auch wirklich nur der Mettler-Truck zum Einsatz kommen. So, jetzt kann der weiterfahren. Genau, fast schon noch ein zweites Schiff. Oder ich muss das Schiff wirklich größer machen. Erstmal in die Werft rein, genau. Mal gucken, ob es sich lohnt. So, der LKW kann schon rausfahren. Das Schiff hier, das braucht noch. Okay.
Okay, vielleicht müssen wir doch das größere Schiff nehmen. Was haben wir jetzt hier drin liegen? Ah, jetzt auch schon wieder so viele Wertstoffe. Ich glaube, hier muss man wirklich das größere. Ein größeres nehmen. Was wäre denn das nächstgrößere? Das ist, oder wirklich den Santorini. Oder gleich hier All-In. Mas Palomas Frachter. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn hier so ein, wenn dann so ein großer Frachter hier so an. Na gut, das ist ja vorne. Oder sagen wir mal, dass man zumindest. Achso, das Kühlschiff hat wahrscheinlich das Problem, dass das die. Oder das Containerschiff. 744. Na gut, das wäre aber auch nicht viel mehr. Eine Früchte, Gemüse und Wertstoffe würde aber gehen. Ich meine, hier sind wieder 1000 und Tonnen drin. Dann bräuchte man vielleicht doch mal irgendwie hier oben dann Zeugs. Wir machen das einfach mal, wir bauen das um. Schiff bauen. Doch den Frachter. 49 und 34. 49, 34. Na gut, der ist. Der wäre halt auch ein bisschen schneller, ne? Na gut, unwesentlich. Ach, wir nehmen den hier einfach. Jetzt Früchte und Gemüse und Wertstoffe. Achso, jetzt müssen wir ihm hier sagen, den Fahrplan aufheben. Und der soll danach einfach in die Werft fahren, die hier irgendwo wahrscheinlich sich befindet. So, das macht der erstmal leer. Gleich den größeren, was wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt ist. Genau. Hier hinten bohren sie schon so ein bisschen aus, aber es reicht noch nicht für 10.000 Einwohner. Aber ich will eigentlich ungern noch hier weiter erweitern. Na gut, hier könnte man irgendwie noch. Rondell hinbauen. Ist natürlich jetzt eine Sackgassenstraße. Aber sie sind damit so einer blöden Kante. Das muss jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt sein. Ach, vielleicht bauen die hier noch zwei, drei Häuser hin. Das wäre schön. Du sollst einfach in dem Depot enden, bitte. In der Werft, meine ich. So, weg damit. Genau, da ist jetzt viel drin. So, hätte man hier oben noch irgendwas? Da wären Ersatzteile. Genau, da kommt.
kommt da angedampft. Ja, wir machen gleich was anderes noch. Wir haben noch ein bisschen was zu bauen, aber jetzt war erstmal wieder Burgdorf dran. Die sollen ja wirklich mal die 10.000 Einwohner irgendwann knacken. Oh, jetzt haben sie auch tatsächlich was hingebaut. Sehr gut. Stadt wächst jeden 10. Tag. Das könnte eigentlich auch noch ein bisschen mehr sein. Aber ich hoffe mal, dass vielleicht, wenn dann hier mehr Güter hingekarrt werden, dass das dann ein bisschen mehr nochmal einen Booster gibt. Aber hier ist natürlich auch cool, die ganzen Hochhäuser. Ja, na, warte mal, boah, doch. Achso, warte mal, wir könnten das eigentlich hier auch machen. Achso, die haben schon Allowed to Build Roads aus. Oh, 1,3 Millionen bringt der, Alter. Mal hier diese ganzen Sackgassen wegmachen. Die hier unten bleibt und die bleibt hier. Na gut, wir können auch draußen rumbauen. So, jetzt fährt der wieder zurück. Was ist mit meiner Stimme los? Meine Stimme wahrscheinlich von den Aliens gefressen. Genau. 1000. Oh, es geht auch die Einwohnerzahl so ein bisschen runter hier in Burgdorf. Wahrscheinlich mit diesen 1000. Einmal wird er wahrscheinlich auch hinterherfahren müssen. Vielleicht brauchen wir dann doch hier landwirtschaftliche Betriebsmittel. Von hier unten. Die Frage ist, wie kommen die am besten dort rüber?